Hallo und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen und zwar heute zum Bonus-Content-Sonntag. Ich freue mich natürlich ganz herzlich, sogar sehr, sehr herzlich, dass ihr am Start seid. Ich freue mich für alle, die sich dieses Bonus-Zeug am Sonntag gönnen. Und heute habe ich mir gedacht, ihr fragt ja wirklich regelmäßig immer sehr, sehr oft danach. Und im Prinzip ist das ja auch Bonus-Content. Und zwar gibt es heute mal wieder eine Lore zu League of Legends. Das Ganze fangen wir jetzt einfach mal an und ich würde sagen, let's go. Oder so ungefähr. Das Mädchen, das zurückgekommen ist. Oh mein Gott, GG. Kaisa, die Tochter der Leere. Interessanterweise begann das Leben von Kaisa, der furchtlosen Jägerin der Leere, überaus gewöhnlich. Sie stammte weder von Stammeskriegern ab, die von generationslangen Kämpfen abgehärtet waren, noch kam sie aus fernen Ländern, um die unbekannte Gefahr, die unter Shurima lauerte, zu bekämpfen. Sie war vielmehr ein gewöhnliches Mädchen. Tochter liebender Eltern, deren Zuhause die unerbittlichen südlichen Wüsten waren. Dort spielte sie tagsüber mit Freunden und des Nachts träumte sie von dem Platz, den sie in der Welt einnehmen sollte. In ihrem 10. Sommer sollte sich das Schicksal der jungen Kaisa für immer verändern. Wäre sie älter gewesen, so hätte sie vielleicht die ungewöhnlichen Vorfälle bemerkt, die sich in ihrem Dorf zutrugen. Jeden Tag drängte ihre Mutter sie, zu Hause zu bleiben, aus Angst vor den Fremden, die auf der Suche nach Opfern für die dunklen Mächten im Untergrund in der Gegend herumstreiften. Kaisa und ihre Freunde glaubten den Gerüchten nicht, bis sie eines Abends an einem Stall voller Opferziegen standen, die den Nomadenhirten abgekauft worden waren. Mit dem Messer, das sie von ihrem Vater zum 8. Geburtstag bekommen hatte, schnitt sie die Seile durch und schenkte den Tieren in der nahen Schlucht die Freiheit. Alles schien wie ein harmloser Streich, bis das Undenkbare passierte. Der Boden begann zu beben, Blitze zuckten über den Himmel und die Kinder rannten erschrocken um ihr Leben. Die Leere war geweckt worden, ein großer Riss tat sich im Boden auf, verschlang Kaisers Dorf samt Bewohnern und hinterließ nichts weiter als Sand, aus dem gewundene, nachtschwarze Säulen aufragten. Als Kaisa ihr Bewusstsein wiedererlangte, fand sie sich gefangen im Untergrund wieder. Angst lag ihr schwer auf der Brust, aber es war immer noch ein Funken Hoffnung in ihr, denn sie hörte die matten Schreie anderer Überlebender. Sie riefen einander kraftlos zu und wiederholten dabei ihren Namen wie ein Mantra. Schrecklicherweise konnte sie am 3. Tag nur noch ihre eigene Stimme hören. Ihre Freunde und Familie waren alle fort. Sie war nun allein in der Dunkelheit. Erst als alles verloren schien, sah sie das Licht in der Dunkelheit. Sie folgte ihm hinab. Auf ihrem Weg fand sie nur karge Nahrung. Unter dem Geröll lagen kaputte Trinkschläuche, verrottene Pfirsiche. Alles, um dem Hungertod zu entkommen. Doch schließlich nahm wieder Angst den Platz von Kaisers Hunger ein. Sie fand sich in einer gewaltigen Höhle wieder, die von einem fremdartigen violetten Glühen erleuchtet wurde. Und sie sah, dass sie nicht mehr alleine war. Krabbelnde Kreaturen schwärmten in die Tiefe. Die erste, die sich auf Kaisa stürzte, war nicht größer als sie selbst und Kaisa umklammerte ihr Messer mit beiden Händen, bereit, sich zu verteidigen. Das Geschöpf der Leere stieß sie zu Boden, doch sie trieb ihre Klinge in sein pulsierendes Herz und sie stürzten beide tiefer in den Abgrund. Die Kreatur war scheinbar tot, doch ihre unnatürliche Haut hatte sich an Kaisas Arm geheftet. Der dunkle Panzer kribbelte, fühlte sich aber hart wie Stahl an. Panisch wollte Kaisa ihn mit dem Messer von ihrem Arm lösen, doch es zerbrach. Als die größeren Kreaturen kamen, nutzte sie ihn als Schild für die Flucht. Schon bald bemerkte sie, dass der Panzer ein Teil von ihr wurde. Ihr täglicher Überlebenskampf zog sich über Jahre hin. Die zweite Haux wuchs zusammen mit ihr und ihrer Entschlossenheit. Jetzt hatte sie nicht nur Hoffnung, sondern auch einen Plan. Kämpfe hart, bleib am Leben, finde einen Weg zurück. Sie hatte sich verändert, war vom verängstigten Mädchen zur furchtlosen Überlebenden, von der Beute zum Jäger geworden. Fast ein Jahrzehnt lang hatte sie zwischen zwei Welten gelebt und ihr Bestes getan, um die beiden voneinander getrennt zu halten. Die Leere giert danach, nicht nur die verstreuten Dörfer von Shurima zu verschlingen, sondern ganz Runeterra. Doch das wird Kaisa nicht zulassen. Auch wenn sie zu ihrem Schutz unzählige Leerenkreaturen getötet hat, versteht sie auch, dass viele Menschen sie für ein Monster halten würden. Sogar ihr Name wird langsam zur Legende. Ein Echo der alten Schrecken des verdammten Ikarsias. Nicht mehr Kaisa, sondern Kaisa. Das Mädchen, das zurückgekommen ist. Hör mir zu, sage ich zu dem kleinen Mädchen, das mich hier neben der Grube gefunden hat. Du musst mir zuhören, uns bleibt nicht viel Zeit. Sie lehnt sich nach vorn und auch nur ein Anzeichen von Angst in ihren Augen. Sag mir, was ich tun soll. Ich mag sie. Über meinem Gesicht breitet sich ein schwaches Lächeln aus. Das erste Mal seit einer gefühlten Ewigkeit. Das nicht, sage ich und zeige auf den Pfeil, den sie in ihrer Hand wie ein Speer hält.
Ich war nur ein Kind, als die Lehre mich von meiner Familie trennte. Also wusste ich es auch nicht besser. Doch die anderen waren alle so leichtsinnig. Opfergaben, Spenden, Tribute. Wie sie es auch nannten, sie hätten nie etwas gebracht. Die Lehre ist kein Gott, der sich durch Geschenke oder Gebete besänftigen lässt. Sie hat nur ein Ziel: alles zu verschlingen. Willst du sie töten? Willst du sie zerstören? Frage ich sie. Sie nickt. Dann lass sie verhungern. Das Gefühl von Nadeln auf meiner Haut wird stärker, als würden sie auf meine Worte reagieren. Die drohende Präsenz kommt immer näher und meine zweite Haut zieht sich zusammen, spannt sich wie ein Bogen. Ich atme ein letztes Mal tief ein, bevor sie kommen. Der Sand rutscht und rieselt wie in einer Sanduhr. Unheimlich pulsierendes Licht flackert im Himmel, als sich die Konstruktkreaturen kreischend und greifend in die shurimanische Nacht hieven. Ich bereite mich vor und lade die Energie in den Auswüchsen auf meinen Schultern auf. Ich beiß die Zähne zusammen und entlade sie. Helle Geschosse bringen ihren Zielen Hitze und Schmerz, prasseln nach unten, schleudern die Kreaturen zur Seite und halten sie auf. Die Luft ist von einem säuerlichen Gestank erfüllt und dem Zischen von schmelzendem Chitin. Schon bald wird nichts mehr von ihnen übrig sein. Ich warte darauf, dass das Jucken der Nadeln aufhört. Doch das tut es nicht. Das Mädchen kauert neben mir. Vermutlich begreift sie nicht, was sich da vor ihren Augen abspielt. Tut es weh, flüsterte sie und streckte ihre Hand nach den glühenden Schuppen auf meinen Arm aus. Ich ziehe ihn reflexartig zurück. Sie zuckt nicht einmal. Manchmal, gebe ich zu. In nicht allzu weiter Ferne schläft ihr Dorf weiter, als wäre alles in Ordnung. Die Neugier des kleinen Mädchens hatte ohne Zweifel die Oberhand gewonnen. So viele Geschichten, so furchteinflößend wie fantastisch. Geschöpfe der Leere, die in tiefster Nacht auf die Jagd gehen und nach ihrem Rudel rufen. Sie wollte der Sache selbst auf den Grund gehen. Sehen, was sich unter den Steinen verbirgt, sehen, was ihre Sippe gleichzeitig fürchtet und anbetet. Meine Haut spannt sich wieder an. Die Nadeln. Das ewige Jucken. Ich blinzle. Tut mir leid, du hast mir deinen Namen noch nicht verraten. Sie steht voller Stolz auf, noch immer den Pfeil in der Hand. Ich bin Eli. Ich will meine Familie vor den Monstern beschützen. Sie ist nicht älter als 10. Weißt du, Eli, manchmal ist Weglaufen das Beste, was man machen kann. Aber du läufst doch auch nicht weg, oder? Dieses Mädchen ist nicht dumm. Ich schüttelte den Kopf. Nicht mehr. Dann laufe ich auch nicht weg, verkündete Eli. Und mutig noch dazu. Sie hat keine Ahnung, womit ihr Stamm es hier zu tun hat. Niemand weiß das. Alles, was sie getan haben, um sich von den Kreaturen zu befreien, sie haben sie nur zum Essen gerufen. Du musst es ihnen sagen, Eli. Du musst es ihnen erklären. Kein Getanze mehr unter dem Neumond und keine Tiere mehr als Opfergaben. Die Lehre kennt keine Gnade. Sie verschlingt oder stirbt. Als ich dieses einfache Gesetz begriffen hatte, wusste ich, dass ich eine Chance hatte. Vielleicht überlebe ich deshalb, während so viele andere zugrunde gehen. Doch das Überleben hat immer seinen Preis. Seitdem ich meinen Weg zurückgefunden habe, muss ich ihn bezahlen. Sieh mal, flüsterte das Mädchen. Sie kommen uns retten. Ich muss nicht hinsehen. Ich wusste, sie würden kommen. Instinktiv zieht sich der Panzer über mein Gesicht. Eli starrt zu mir hoch. Hab keine Angst, sage ich in einer verzerrten und monströsen Stimme zu ihr, die eigentlich die gegenteilige Wirkung hat. Wovor? Fragte sie. Ein Lächeln macht sich auf meinem Gesicht breit, doch das kann sie nicht sehen. Es gibt nur wenige Menschen, die mich so gesehen haben, von Kopf bis Fuß in die Leere gehüllt. Nur zwei von ihnen sind noch am Leben. In Elis Sippe scheint es durchaus fähige Jäger zu geben. Nur die Fähigen können hier draußen überleben. Ich verstehe nun, woher sie diesen Mut hat. Ihre Fackeln flimmern in der Nacht. Papa, ruft sie den suchenden Dorfbewohnern zu, ohne mich zu warnen. Ich habe sie gefunden. Das Mädchen, das zurückgekommen ist. Sie laufen auf uns zu, die Waffen bereit und Feuer in den Augen. Eli, ruft ihr Vater und spannt einen Pfeil auf seinen Bogen. Geh weg von diesem Ding. Sie sieht mich an, sichtlich verwirrt. Auf jedes kleine Mädchen wie Eli kommen 10, die weglaufen würden. Oder schlimmer. Ich weiß, was die meisten über mich sagen. Ich habe ihre Angst gesehen. Auf Schlammwänden gekritzelt und in den Felsen von Schluchten gekratzt. Hütet euch vor dem Mädchen, das als Monster zurückgekommen ist. Sie wissen nichts über mich. Für sie bin ich lediglich etwas, das sie nicht sehen wollen. Eine lebende, laufende, kämpfende Verkörperung ihrer größten Ängste. Vermutlich haben sie deswegen meinem Namen dieses Zeichen verpasst. Vor 10 Jahren war ich nur Kaiser. Fast wie Eli die Zukunft voller Möglichkeiten, die so grenzenlos schien wie der Nachthimmel mit seinen Sternen. Diese Zukunft starb an dem Tag, als mich die Leere in die Tiefe schleifte. Die Nadeln stechen wieder. Eli lässt meine Hand los, als sich meine leuchtenden Waffen über meinen Armen materialisieren. Geh zu ihm, weise ich sie an. Geh zu deinem Vater. Eli, lauf, fleht ihr Vater sie an.
Er zieht die Sehne seines Bogens mit zitternder Hand zurück. Nein, schreit sie und dreht sich zu mir um. Ich laufe nicht mehr weg. Ich schiebe sie nach vorn, lass die Dorfbewohner aber nicht aus den Augen. Nein, Illy, du bist eine geborene Kämpferin. Sie werden dich brauchen. Nach ein paar Schritten drehte sie sich um. Was soll ich ihnen sagen? Sag ihnen, dass sie sich bereit machen sollen. Die Lehre hat mir bereits so viel genommen. Ich weigere mich, auch noch das letzte bisschen zu überlassen. Diese Momente, wenn Güte und Menschlichkeit leuchten, wenn Unschuld und Vertrauen die Angst auslöschen. Diese Momente geben mir die Hoffnung, dass wir die Flüsse zeitlosen Giftes, die unter der Welt brodeln, stoppen können. Als ich das erste Mal aus der Tiefe entkam, war das für mich selbst. Vielleicht wird es eines Tages auch für sie sein. Ende! Ja, meine Freunde, das war die Geschichte zu Kaiser oder auch zu Kaisar. Ja, wir haben so ein bisschen was erfahren. Vielleicht waren auch ein paar interessante Dinge dabei. Ich hoffe, die Geschichte hat euch soweit gefallen. Ihr könnt mir auch mal gerne sagen, ob ihr noch so ein paar Dinge herausgefunden habt. Ja, so Sachen, die vielleicht interessant sind. Zum Beispiel eine Sache, worüber man auf jeden Fall diskutieren kann, ist die Sache, dass sie gesagt hat, es gibt zwei Menschen, die sie in ihrer vollen Montur gesehen haben. Ja, die eine Person, gehe ich einfach mal von aus, wird die Illy sein, die sie halt gesehen hat, dass die noch dazu zählt. Ja, aber wer könnte die andere Person sein? War die andere Person vielleicht irgendwo auch oben auf der normalen Welt, die sie dann getroffen hat? Oder hat sie vielleicht sogar unten oder vielleicht auch in der leeren Welt jemand anderen getroffen, der sie noch kennt, beziehungsweise sie in voller Montur gesehen hat? Na, das weiß man jetzt nicht. Da könnt ihr gerne mal droppen, falls ihr noch irgendwelche anderen coolen Sachen habt, droppt das auch gerne. Ich wünsche euch was, haut rein, seht dazu, auf Wiedersehen, Tschüssikowski und goodbye.